Ich möchte gern, dass wir probieren, mal schauen, wie weit wir kommen, nur noch in Reimen zu sprechen. Ich werde gleich brechen. Das wird sich rächen. Das geht aber auf deine Zechen. Nach der Sendung gehe ich zechen. Ich werde dafür nicht blechen. Haha, es geht doch. So, Dennis, in Reimen sprechen jetzt. Ich fliege diese Fliege rund und sammle Pizza-Zutaten und tolle andere Sachen, die mir Spaß machen. Oh nein! Ja. Sonnenschwein. Zutaten, das sind Tomaten, ja. Die braucht man für die Pizza, aha. Aber wieso sammelst du dann Äpfel ein? Die passen doch da gar nicht rein. Das ist die Grafik dieses Spiels. Die ist so gut wie unser Nils. Nils ist ja leider nicht da. Deswegen können wir lästern. Hurra, hurra. Ja, das Spiel ist total AA. Mach dir doch mal eine Margarita. Oh ja. Und Sterne. Oh. Sammelst du ein? Jojo. Mensch, du bist aber ein Glücksschwein. Nein, sei nicht sowas sagen tun. Nein. Jetzt hast du viele Sachen gesammelt. Und jetzt wird die Tomate drauf gebammelt. Nun fehlt nur noch zum Margarita sein. Die restlichen Zutaten, die schmecken fein. Käse muss es sein. Drum bringe jetzt in die Pizza rein. Sammel den Käse blockweise auf. Denn umso mehr Pizza ist da drauf, umso mehr esse ich die Pizza zuhauf. Auf. Auf. Ich bin begeistert, wie ihr sprecht. In jedem von euch steckt ein Bertolt Brecht. Lang überlegt hat der Nils dafür. Drum gibt es dafür keine Kür. Ja, richtig. Was ist denn jetzt hier mit Eddie die Fliege? Wieso macht die das? Weil ich dich nicht verstehen kann. Wenn du nicht sprechen in Reimo, Mann. Wow! Yippie, yippie, was ja, Wahnsinn! Dass wir den Pizzakommander haben. Welch grafischer Leckerbissen. Also. Selbst Bumpmapping wurde auf die Pizza geschissen. Lasst euch nicht veräppeln, wenn Fliegen in einem Pizzaunternehmen unterwegs sind, dann spricht es nur für die Qualität derer. Wo war denn da der Reim, du Schwein? In fremden Sprachen, du sprichst. Wir verstehen dich nicht. Ich dir gleich auf den Schoß brich. Bald ich versteck mich unter einem Helm. Ich kleiner Schelm. Die Fliege kleine Flügel gar hat. Margarita. Wird sie gar nicht ganz matt? Ja. Auf die Pizza drauf, der Scheiß. Jetzt fehlt noch ein Erdbeereis. Dann im Ofen, da ist heiß, ja. Der Ofen brennt mit Holz und Kohle. Ich frage Fasole, dir die Popo hole? Nein. Nein, das wird es nicht gewesen sein. Es fehlt nur noch Käse und grüner Schmarrn. Das sammeln wir im Vorbeifliegenfahren. Außer vielleicht im Affendarm. Die Effekte gefallen mir gar wunderbar. Da hinten sind Tomaten. Oh ja, oh ja. Etwas Sellerie auf die Pizza drauf. Der Pizza ist mit Sellerie, der hat nichts mehr einen der hat Hut nichts auf. Drauf. Ja. Beeile dich, noch eine Zutat. Das wird so toll wie eine Zugfahrt. Juhu! Ja. Gewonnen hast du jetzt erneut. Das lecker hat Salami. Mich wirklich sehr gefreut. Was kommt als nächstes denn bei dir, mein Freund? Wen meinst du, alter Stier? Stier wurde ich zuletzt genannt, als ich bei Tims Mama mich verrannt. Ja. Ja. Dort packtest du aus deinen Rechen und. Jetzt sind wir wieder bei Brechen. Frau Mama musste brechen, ja. Ja, denn ich stehe auf derlei Spielereien. So. Was haben wir jetzt noch im Angebot? Ein wenig Kot zum Abendbrot? Oder doch etwas Schönes für das Kind im Manne? Ich kann es nicht sagen, weiß es nicht, weil ich dir später das Genick bricht. Für diese großen Gaben, du uns gabst zuteil, wir hauen dir mit dem Beil ordentlich ein auf die Mütz, denn das mag auch gern John Pütz, der solche Spiele nie schenken wird. Deswegen wird er wird. Ja, ich bin begeistert. Aber Dennis, du hast ja noch mehr Spielzeug bekommen. Was hast du denn noch bekommen vom Weihnachtsmarkt? Wie du dich freust. Ja, das Problem der Spiele ist, sie zu installieren sind, ist Mist.
Ja, und das ist doch gar nicht schlimm. Ich glaube, ich höre gerade, was auch nicht schlimm ist. Das ist Franklin, der mich ganz arg vermisst. Oh ja, wir sollten die kleine Kröte mit Schild, sie hat gemalt ein schönes Bild. Ein Dort Bild zu sehen aus grüner Grafik ist ein Knecht, der Ruprecht heißt. Wir haben noch sehr viele Spiele, doch die, die wir zeigen, gibt es dann doch nicht so viele. Nee. Normalerweise bei Giga Games. Deswegen zeigen wir euch das, was uns der hässliche Weihnachtsmann gegeben hat, weil ich jetzt nichts weiß, was sich auf Games reimt, aber es ist trotzdem. Spiel einfach weiter.